Eine Welt zwischen Realness und Ansagen. Ja, wisst ihr, Freunde, ich wurde letztens von meinem Taxifahrer, wurde ich erkannt. Ja, ich war so auf dem Weg zum Feiern, ja, zur Diskothek, ja, und der Taxifahrer hat mich voll fett erkannt, Alter. Jo, Doppelpiece, Alter, ich fick die alle ab, Alter. Ich fick die alle weg, Meister, ich fick die wirklich alle ab, Alter. Eine Welt zwischen Anspannung und Angst. Ja, wisst ihr, Digga, ich war letztens so unterwegs, ja, und hab so ein paar Abonnenten, so ein paar Geräusche von mir gesehen, ja, und diese paar Leute haben bei mir gedacht, ja, sie müssten an mein Auto treten, ja, ich hab mir gedacht, Alter, wärst du jetzt nicht kein YouTuber, wärst du jetzt einfach eine Privatperson, die einfach irgendwo rumläuft, ja, ein paar Streetfighting-Actions macht, ja, ein paar Streetfighting-Aktionen, ja, Alter, da hättest du die Leute weggekickt, weißt du, ich bin ja YouTuber, ich bin ja echt geblieben, Alter, ich bin ja richtig real, Alter, ich bin richtig real am Start, so richtig real, Alter, richtig doppel-real, Alter, so richtig mega-real, Alter. Ja, Leute, und das Ding ist, ich habe einfach nur seine Show, ich bin einfach seine Show angegangen. Ich habe einfach das Ganze ein bisschen, ja, mit Spaß halt gemacht, ne? Ich meine, ich bin ja eine Person des schwarzen Humores und dann bin ich seine Bühne gestürmt und, naja, ich habe einfach das Mic von ihm abgerissen und habe einfach gemeint, ey, Digga, guck mal, ich bin total cool, Alter, ich hab's total drauf, so, ich bin total, naja, keine Ahnung, ich bin zwar hängen geblieben auf einem Verstand eines 13-Jährigen, aber weißt du, ich bin total cool, Alter, ich bin total cool, aber jetzt habe ich irgendwie Angst, weil da hat meine Speicherkarte hat er geklaut und irgendwie habe ich so richtig Angst, dass er mir irgendwie hinterherläuft und dass er mich irgendwie zusammenschlägt, deswegen mache ich dieses Video hier, weil, ich habe so extrem Angst, weil ich bin im Internet ein richtiger Held, Wortwitz, ich bin ein richtiger Held im Internet, so ein richtiger Held, aber irgendwie, ich muss die Videos machen, die Leute müssen es sehen, meine 13-jährigen Fans, die müssen sehen, was für Leute da draußen sind, die Leute draußen sind richtig aggressiv, die verfolgen mich, die jagen mich, die schlagen mich zusammen, die beklauen mich, die Leute, die können nicht mit Meinungsblocks umgehen, die können definitiv nicht mit Meinungsblocks umgehen, Leute, ich habe so eine Angst, aber ey, das muss mal gesagt werden, Leute, es muss mal gesagt werden. Eine Welt zwischen Schönheit und Fake. Hi Leute, na, alles klar bei euch? Also ich habe mir letztens, die Bubis machen lassen und damit sie auch perfekt aussehen, meine lieben Mäuschen. Und deswegen werde ich demnächst rausgehen und werde mich mit ein paar Zuschauern treffen. Und naja, sie dürfen mich halt umarmen und vielleicht gibt's sogar einen Zungenkuss. Man weiß es nicht, ne? Weiß es nicht. Ja, Leute, ich muss heute was mit euch besprechen. Es geht darum, ein paar Zuschauer von mir haben gemeint, dass ich fake wäre. Ich meine, okay, meine Titten sind zwar fake und mein Lächeln ist auch fake und so. Und dieses ganze Gespielte, dass ich im Prinzip, naja, gar keine Hure bin im Real Life, das, dieses ganze Ding, das ich hier im Internet abziehe, diese Maske und so, dass es halt fake ist. Ich meine, es ist ja auch irgendwie fake, aber es ist ja YouTube. Man kann ja in YouTube sein, wenn man will. Aber dass die sagen, dass das fake ist, also wenn ich sage, dass es fake ist, dann ist es fake. Aber wenn die Zuschauer sagen, dass es fake ist, geht, oh, die alle, das ist, es macht mich gerade so fertig, es macht mich gerade so runter, da können sogar meine YouTube-Gelder nicht helfen und das ist absolut krass, ey. Da können sogar meine Bubis mir nicht aushelfen, das ist, die Leute, die sagen zu mir, dass ich fake bin, es ist eine Frechheit, Leute, es ist wirklich eine Frechheit. Eine Welt zwischen Jugendsprache und Erwachsensein. Leute, Alter, ich schwör, Digga, ich hab ihn so gefickt, Digga, weißt du, Alter, Digga, ich bin so hingegangen zu ihm und gemeint, ey, Digga, suchst du Stress, Digga, er hat gemeint, ja, Digga, ich suche natürlich suche ich Stress mit dir, Digga, weißt du, und ich hab gemeint, ey, Digga, guck mal, ich hab extrem geile Schuhe an, weißt du, meine Schuhe haben 200 Euro gekostet, Minimum, Digga, weißt du, und die dreh ich hier voll in dein Arschloch rein, Digga, weißt du, und er hat gesagt, ey, Digga, mach doch, Digga, und ich so, ja, Digga, komm doch her, Digga, und er so, ja, komm, Digga, mach doch was, Digga, ich hab direkt gesagt, ey, Digga, das, was du abziehst, Digga, also, ganz ehrlich, Digga. Das, du kannst, ey, Digga, das kannst du mit mir nicht abziehen, Digga. Ich bin der echte Digga, weißt du, was ich mein, Digga? Ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin extrem echt am Start hier. Ich bin total real am Start. Ich bin immer real am Start im Prinzip. Aber heute geht's darum, ich habe eine Anzeige bekommen von einem Anwalt. Und es ging darum einfach, dass ich in die Geschäfte eingebrochen bin. Ich habe diese 24-Stunden-Challenges gemacht, ja. Und im Prinzip, ich weiß nicht, was da abgeht. Leute, ja, ich hab's durchgezogen, ja. Ich hab's einfach gemacht. Und ich meine, ich bin der echte, ich darf sowas, ja. Ich mein, Digga, Alter. Die Leute haben mich angezeigt. Jetzt habe ich irgendwelche Anzeigen am Hals, Digga. Das ist abnormal, oder? Ich meine, naja, ich schüttle einfach den Kopf und denke mir so, ey, Digga, die können mich ja gar nicht ficken, Digga. Weißt du, die sind überhaupt nicht mein Niveau, Digga. Weißt du, das ist, die sollen sich mal bessere Schuhe kaufen gehen, Digga, also. Eine Welt zwischen roten Kreisen und roten Zahlen.
Jo Leute, ich will ein bisschen Real Talk mit euch reden, ja. Es geht einfach nur darum, es gibt so viele Anti-Trend-YouTuber momentan, die einfach so richtig, ne, so richtig von unten hochkommen, ja. Einfach extrem viele Abos machen, ja. Und da werde ich öfter mal erwähnt, weil nur weil ich ein paar rote Kreise in die Thumbnails setze, ja, nur weil ich ein paar Titten in die Thumbnails reinsetze, ja, nur weil ich ein paar rote Pfeile reinsetze, aber die wissen ja gar nicht, wie das ist. Man muss ja die Klicks machen. Leute, ich meine, ich lebe davon, ja. Ich mache damit mein Geld. Ich brauche die Klicks einfach. Ich muss die roten Pfeile irgendwie machen, weil mein Leben ist sowieso ein bisschen, ne, sonderbar und deswegen, ich muss, meine Thumbnails muss ich ausfüllen mit roten Kreisen und roten Pfeilen. Das ist so, Digga. Ohne Witz, das ist so, Digga. Yo, Digga, immer ein bisschen Real Talk hier, ne, von meinem Wohnzimmer, Alter, Digga, ja, mit meinem netten Kalender hier im Hintergrund, Digga. Ja, der ist richtig voll, Digga, weil ich bin momentan, ne, ich hab das Money so richtig am Heffen, Alter, ich bin so richtig rich momentan. Und mein Terminkalender, der ist sowas von ausgebucht, ja, es ist einfach, ich mache momentan richtig Fettpatte so und das Problem ist halt, manchmal belüge ich mich auch selbst, aber es gibt halt auch viele Dinge zu zahlen, Digga, deswegen bin ich momentan auch sehr viel beschäftigt damit, dass ich ein paar Videos mache, ein paar Kooperationen, ein paar Gewinnspiele und alles, ja, Digga, weil die Kohle muss hier reinkommen, die Abos müssen kommen, die Klicks müssen kommen, weil wenn diese Klicks nicht wären, Digga, ich würde nur im Monat 2000 Euro machen, Alter. Das wird mir nicht reichen für meine Schuhe und für mich, Digga. Absolut nicht, Digga. Und für meinen Friseur definitiv nicht, weil diese Haare müssen jeden Tag gestylt werden, die müssen geschnitten werden. Einmal die Woche, Digga, das ist absolut, Digga, die müssen gestylt werden, Digga, das ist absolut. Kannst du nicht vorstellen, ich muss ein bisschen YouTube-Money machen hier, Digga. Eine Welt zwischen Beef und Business. Leute, Alter, Servus. Wisst ihr, Freunde, Alter, da ist so ein YouTuber zu mir angekommen letztens, also, Alter, weißt du, 100.000k ist er zu mir angekommen, der hat gemeint, unter meinem Video, da, von wegen mit Real Talk, mit Geld und so, hat er gemeint, ey, Digga, Alter, suchst du Beef, so, ich hab gedacht, Alter, Digga, was geht bei dir, Digga, Alter, willst du mal Beef aufs Maul oder was, weißt du, und da direkt Beef angefangen, der Gerl, also in sein Beef angefangen, weißt du, hat irgendwie gemuckt, so, hat seine paar Leute da, die er hat, da auf YouTube, hat er direkt auf meinen Kanal geschickt, ja, hab ein paar Dislikes kassiert, weißt du, und hab direkt geschrieben bekommen, dass ich so ein richtiger Heuchler bin, so ein richtiger Lügner und so ein richtiger Trottel, weißt du, aber, wenn er Beef will, Digga, der bekommt instant Beef, Alter, diese scheiß Zahnlücke, Alter, Digga, direkt bekommt er Beef, der Kerl. Hey, yo, servus, Digga. Na, alles klar bei dir, Digga. Ey, ich hab mal einen Plan, Alter. Weißt du, du weißt ja momentan, ne? Wir haben ja Januar, ne? Weißt ja, im Januar geht halt momentan nicht so die Post ab. Aber ich hab einen Plan, Alter. Ich hab einen Plan. Wie wir im Februar richtig durchstarten können, Alter, Digga. Jetzt pass auf. Jetzt halte ich daran fest. Pass auf. Wir können einen Fake-Beef starten. Und somit können wir Business machen, weißt du? Da bekommen wir beide Aufmerksamkeit, Alter, Digga. Ja, ist so, Digga. Da werden wir ein bisschen, ne? Dann kommen so News-YouTuber an, wie Herr Newstime und wie hier Mr. Trashpack. Ja, die machen halt Videos über uns, Alter, Digga. Da haben wir wieder extrem... Okay, gut, wir haben dann ein paar Dislikes, ne? Weil wir extrem scheiße sind, wenn wir einen Diss-Track gegeneinander machen. Aber ey, Digga, das ist... Die Kohle ist es wert, Digga. Du weißt Business und so, Brudi. Weißt du, Habibi? Ist so, Digga. Müssen wir machen, Digga. Eine Welt zwischen Neid und Gönnungen. Ja, Leute, hier mal ein bisschen Real Talk am Start, hier, ne, am Stissel. Ein bisschen Real Talk hier am Stissel. Es geht darum, die Leute sind momentan einfach richtig schneidig, so, ne. Momentan mache ich so, ne, so wöchentlich, wenn ich so denke, wöchentlich, ja. Wöchentlich so 200 bis 300k mache ich wöchentlich. Die Leute kommen so an und sagen, boah, Digga, Alter, das hast du gar nicht verdient, Alter, die sind so richtig schneidig, weißt du, auf mich sind sie richtig schneidig. Weißt du, ich bin so richtig am Stiesel meinen momentan, weißt du, und die sind echt, was meine ich, die gönnen dir nix, weißt du, Digga, die gönnen dir nix. Yo, servus, Leute, ich will heute mal wieder über einen kleinen YouTuber reden, über einen Kumpel von mir und, Leute, er hat's richtig verdient. Der hat demnächst wirklich die 10.000 Abos erreicht, ich gönn's ihm so sehr. Ich meine, jetzt, der macht's zwar, ne, genauso wie ich, ein paar Fake-Pranks und so, Digga, aber das ist so verdient, der Kerl, ist, ne, ich gönn's ihm so richtig, das ist eine richtig harte Gönnung, Alter, ich gönn's ihm so richtig. Ich gönn's ihm so richtig, dem Habibi da, Alter, dem Brudi, ich gönn's ihm so richtig. Das ist ein richtig nicer Dude, der Kerl. Oh Gott, ich gönn's ihm so richtig, Alter, ich gönn's ihm so richtig, Mann. Und gönn dir auch, Zuschauer, gönn dir, ich gönn mir auch. Eine Welt zwischen Fake-Pranks und Gewinnspielen. Ja, Leute, servus, Alter. Ihr müsst leise sein, ich muss auch leise sein. Es geht darum, pass auf. Mein Kumpel, ne? Pass auf, ich hab bei dem eine Kamera ins andere Zimmer gestellt, ne? Pass auf, ich komm da gleich rein, ne? Und dann zeige ich ihm meinen Schwanz, ne? Ich halte ihm meinen Schwanz in die Fresse, Digga. Der sieht dann zwar, dass ich so nur so einen Schwanz hab, aber ey, Digga. Er wird ausrasten, aber er wird sich auch totlachen und dann zeige ich ihm meinen richtigen Schwanz.
Dann hole ich nämlich meine Alte, die hat nämlich mehr Schwanz als ich. Oh, Digga, der wird. Ah, der wird sich richtig geprankt fühlen, Alter, Digga, da weiß er gar nichts, ne? Hey, geh ins Zimmer, Mann! Hey! Ich nehme gerade auf, Digga! Ich sag gerade, dass ich gerade mit dir einen Prank mache, aber es ist ja Fake-Prank, Digga. Geh ins Zimmer, ich komm gleich, Alter. Muss ich nur wegschneiden. Okay. Ja, jedenfalls, Leute, ich mache da auf jeden Fall einen Prank mit ihm. Der wird sich wundern, der Kerl. Der wird sich richtig wundern, Alter. Ohne Witz. Also, pscht. Hi, Leute, meine Leute, 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 meine Leute hier, meine Freunde, meine Friends, meine Best Friends. Ich habe heute eine Aktion gestartet, und zwar... Und zwar geht's darum, ich werde heute was verlosen, aber... Stopp. Die Voraussetzung dafür, dass ihr dieses Geschenk, oder diese Geschenke, es sind ja mehrere, erhaltet, müsst ihr einfach nur 3 Schritte machen. 3 Schritte. Lasst ein Abo da, kostenlos natürlich. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach oben, siehst du? Guck, 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 guck. Also nach oben, ne? Daumen nach oben, ne? Und das dritte ist, jetzt kommt's, pass auf. Jetzt pass auf. Schreib einfach einen Kommentar, warum du meine Geschenke gewinnen willst, Digga. Und den Daumen nach natürlich nach oben, ne? Nicht nach unten, nach oben. Sonst hast du keine Chance. Nach oben, Digga, nach oben. Also, jetzt kommen wir zum Gewinn. Das hier ist ein Discounter-Bier im Prinzip von Penny. Kostet 29 Cent. Digga, 29 Cent. Das musst du erstmal haben. Es ist ein Turmbräu-Bier. 29 Cent. Da ist noch circa so viel drin, Digga. Ich schwör's dir, du, ne? Abo, Daumen nach oben. Und dann gewinnt ihr dieses Getränk. Und wenn ihr wollt, aber nur wenn ihr wollt und Glück habt, bekommt ihr hier noch so ein Röhrchen. Aber nur Daumen nach oben. Nein, Daumen nach oben, scheiße, Daumen. Ja, doch, Daumen nach oben. Warte mal, ist es jetzt nach oben? Genau, nach oben. Nach zu Gott, also zu Habibi Gott. Zu dem, weil er mein Liebling ist, der Gott. Also nach oben, Daumen nach oben. Ein Abo hinterlassen. Dann könnt ihr diese Geschenke gewinnen, Digga. Und bis zum Schluss dranbleiben. Weil dann ein wenig das Gewinnspiel nochmal, da könnt ihr das gewinnen, Digga. Ohne Witz. Ich freue mich auf euch. Und ihr freut euch auch, weil, ich schwör, Digga. Müsst ihr euch gönnen, sowas. Müsst ihr euch richtig gönnen. Eine Welt zwischen Realität und Scheinwelt. Ja, Leute, jetzt mal ein bisschen Real Talk. Es geht darum, ich habe euch ganzen Leuten was vorgemacht. Ich bin gar nicht so real, wie ich immer mache. Im Prinzip, ich gucke immer, wie meine Abos laufen. Ich habe euch zwar gesagt, dass ich im Prinzip kein Geld will und so, dass ich auch gar nicht auf die Likes achte und so, aber irgendwann bekomme ich halt, naja, irgendeine Nachricht so und ich weiß, dass ich diese Nachricht irgendwann bekomme. Die Nachricht, die ist einfach, da wird drinstehen, dass ich jemand bin, der likegeil ist und wir YouTuber, wir dürfen nicht likegeil sein. Likegeil ist was Schlechtes. Genauso wie einige YouTuber Geld mit ihren Videos verdienen. Und das ist likegeil, das ist geldgeil, das kann man nicht machen. Aber Freunde, ich bin überhaupt nicht so. Ich bin nicht so und ich stehe dazu. Ich bin nicht geldgeil und nicht likegeil. Ich will einfach euch unterhalten. Okay, im Januar halt nicht, weil im Januar ist es halt immer ganz schwierig. Da bin ich immer depressiv. Da kommt auch kaum Geld von YouTube, weil ich halt depressiv bin. Weil die wissen dann, dass es mir nicht gut geht. Aber im Februar geht's instant wieder weiter. Und im Dezember, da kommen doppelt so viele Videos. Da kommen 3, 4 Videos am Tag. Und darauf müsst ihr gespannt sein. Das ist real. Aber geldgeil. Ich bin nicht geldgeil. Ich will nur für euch Videos machen. Ja, Freunde. Ich habe meinen letzten, Kanal, in dem ich ein bisschen Real Talk hochgeladen habe, habe ich, gelöscht. Aber nur weil die Leute mir nachgesagt haben, dass das, was ich halt sage, dass es nicht echt genug ist. Und ihr wollt mich heute mal ganz kurz dazu äußern. Momentan habe ich halt ein paar Probleme. Meine Freundin hat mich verlassen und ich habe auch Geldprobleme momentan. Okay, gut, läuft eigentlich ganz gut so. Ein paar Cent am Tag, aber läuft ganz gut. Aber jetzt mal ohne Scheinwelt hier. Es ist halt einfach komisch und so. Manchmal ist die Scheinwelt halt auch toll, aber manchmal muss man auch ehrlich sein. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man Scheinwelt hat, weißt du. Und Scheinwelt ist gut, aber manchmal muss man halt auch ehrlich zu sich selbst sein. Aber wenn man halt sagt, dass manchmal alles gut ist, dann ist auch wirklich alles gut. Man kann sich's ja einreden und das ist was Gutes, Freunde. Aber Realität ist immer auch gut. Dürfen wir nicht vergessen, Freunde. Eine Welt zwischen YouTuber und Privatperson. Ja, Freunde, ich bin's mal wieder. Euer MTC. Und ich bin hier zurück mit einem neuen Video für euch. Ein bisschen Real Talk. Ein bisschen Real Talk mit so ein bisschen Schmackes, Freunde. Mit so ein bisschen Schmackes. Wisst ihr, Freunde, ich habe vor kurzem die 1000 Subs geknackt und
Ich hab ein paar Bitches am Start, die warten draußen vor der Tür, Digga. Ich hab übelst viel Cash momentan gemacht. Vor allem in den letzten 28 Tagen. Kannst du 17 Euro, Digga. Oh, Mann, mit 17 Euro kannst du so viel leisten, Alter. Da werden manche neidisch drauf, Mann. 17 Euro ist hammerhart, Alter. Dass die Leute auf mich neidisch sind, dass sie ein bisschen sagen, dass ich abgehoben bin. Ey, Digga, das ist echt so, Alter, Digga. Normalerweise, also ich habe noch ein bisschen Geld im Hintergrund, ne, weil bei mir läuft halt einfach, bei mir läuft alles, so Shop läuft, Amazon läuft, momentan Musik läuft, Alter, da kommt demnächst wieder eine Single raus, Alter, da läuft alles, Digga, es läuft alles. Das ist YouTube, Alter, YouTube ist geil, Alter, da passt immer fett Kohle am Start, weißt du, was ich meine? Ja, hey, servus, Marcel hier am Telefon. Ich habe eine Frage, momentan geht's mir nicht gut und du weißt ja, ich habe momentan nichts zu tun und ja, ich weiß, wir haben schon fast, naja, du weißt schon, nächste Woche ist halt wieder Cash am Start, ne? Aber ich habe momentan nichts mehr da und so und ich wollte, naja, weiß Bescheid, ich wollte dich halt ein bisschen fragen, ob du, ja, also mir vielleicht 5 Euro leihen kannst. Oh, okay. Hast du wenigstens noch ein paar Flaschen eventuell zum Abgeben? Pfandflaschen oder so? Weil, weißt du, ich überlebe hier nicht. Weißt du, dass ich mir rein ein paar Nudeln kaufen kann, du weißt ja, YouTube und so, das mache ich halt nur so, aber bin halt unzufrieden mit YouTube. Das sind nur 1000 Abos, aber bringt halt nichts, weißt du, was ich meine? Bringt nichts. Eine Welt, in der nur die Echten, die Besten und die Realsten überleben. Ich sag's euch jetzt nochmal, ich bin echt, ich bin real, Alter, und ich fick jeden da draußen. Ja, und wenn jemand bei mir muckt, weißt du, ich hab über 1 Million Abonnenten da draußen, ja? 1 Million Zuschauer, die mir zugucken, also die jeden Tag richtig so am Start sind, Alter, wenn ich ein Video hochlade, Alter. Wenn da draußen jemand muckt, Alter, und der denkt, er müsste mich angehen. Ich treffe mich nicht mit dem draußen auf der Straße, weißt du, was ich meine? Ich bin zu echt dafür, ich bin zu real dafür, ne? Ich mache einfach ein Video über den, Digga, weißt du so, und dann schicke ich die Fanboys von mir auf seinen Kanal, die sollen den Kanal wirklich runter machen, selbst wenn er ein kleiner Kanal ist, der einfach recht hat mit dem, was er sagt, weil ich einfach nur ein Pisser bin, ja? Ja, ich meine, klar, ich sehe aus wie Photoshop. Ich weiß, ich sehe aus wie Photoshop. Die Leute sind neidisch. Die sind einfach neidisch. So, und wenn die mucken bei mir, ich schicke meine Kinderfans dahin, ich schwöre, die ficken alles weg. Die geben so viele Daumen runter nach unten, ne? Der fühlt sich dann wirklich wie Daumen nach unten. Ohne Witz, Digga. Mit mir nicht, ich bin echt. Und ich weiß, dass ich echt bin. Ich bin der Echte. Ich bin richtig echt. Ich bin realer als die Realität hier. Ohne Witz, Alter. Merkt's euch. Meine Damen und Herren, das ist die Welt des deutschen YouTubers. YouTube Deutschland in kurzen Sätzen. Ja, YouTube Deutschland. Manchmal, wenn ich mir die ganzen Kandidaten so ansehe, wie sie alle heißen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wie sie alle heißen, ob es jetzt die Echten sind, ne? Ob es jetzt die fetten Realtalk-YouTuber sind, ob es jetzt die Meinungsblogger sind, die jeden zerficken angeblich, ob es jetzt die Beauty-Fotzen sind, ob es jetzt die Fake-Fotzen sind, ja, die irgendwelche 13-jährige Fans haben, die sich eigentlich rubben auf die Videos, ob es jetzt irgendwie die möchte gern Gaming-Nerds sind, ja, die im Prinzip einen fetten Gaming-PC daheim haben, aber sich trotzdem nicht mit dem Gaming-Thema auseinandergesetzt haben, ja, oder ob es jetzt Leute sind, die einfach einen auf Rich machen, ja, indem sie ein paar Pranks hochladen, ein paar Experiment-Videos, ja, und mehr Kohle haben als die, ne, die Eltern von diesen Leuten. Das sind alles Leute, in meinen Augen, die haben eine Existenzberechtigung auf YouTube. Und wisst ihr auch warum? Weil ich sonst nicht aus meinem Real Life entfliehen könnte, mir Ideen machen könnte, um so ein Video zu starten. Genau deswegen. Ultralativ. Der Kanal Ultralativ. Momentan, meiner Meinung nach, der beste Kanal in YouTube. Oder auf YouTube. Vor allem in YouTube Deutschland. Sagen wir es mal so. Die Leute sind sympathisch, sachlich, authentisch. Die haben Humor. Die sehen das Ganze mit 2 offenen Augen. Sie vertuschen nichts. Und das hat Respekt verdient. Aber das hier soll kein Video sein, um irgendwelche Leute, die sowieso schon einen Abo-Zuwachs von keine Ahnung wie viel Prozent haben, noch weiter hoch zu pushen. Ich kann keinen pushen mit meinen 1000 Abos. Aber rein es erwähnt zu haben. Da steckt eine Menge dahinter. Und die haben gesagt, es gibt ohne Gut kein Schlecht. Ohne Assi gibt's kein Sozial. Und deswegen haben die ganzen Assi-YouTuber von YouTube Deutschland eine Existenzberechtigung. So, und jetzt gehe ich mir einen runterholen. Hab keinen Bock mehr aufs Video. Ciao. We'll be right back.
Thank you.